Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns hier in der Buchführungsvorlesung, dabei im siebten Teil. Und heute möchte ich euch etwas über den Auslandshandel und die meist damit zusammenhängende Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erklären. Und wie ihr schon seht, betrachten wir hauptsächlich jetzt vier Vorgänge: die Ausfuhr, das heißt von einem Land in ein Drittland, dann die Einfuhr, das Gegenteil von einem Drittland in das Inland, und der rechte Bereich ist dann eher der EU-Bereich, die innergemeinschaftliche Lieferung, das heißt vom Inland in ein EU-Ausland, und der innergemeinschaftliche Wert, das heißt von einem anderen EU-Land in das Inland. Das sind so die Grundfälle. Dafür brauche ich sehr viele Abkürzungen, weil es leider rechtlich gesehen sehr umfangreich ist. Wie ihr schon seht, das USTG für Umsatzsteuergesetz mit UST der Umsatzsteuer und VST der Vorsteuer. Dann haben wir natürlich auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, kurz FERB-ALL. Die FURT-ALL sind dann die entsprechenden Forderungen aus Lieferung und Leistung. Neue Abkürzungen, die noch nicht vorher vorkamen, IGL, die innergemeinschaftliche Lieferung, und IGE, das quasi Gegenteil, der innergemeinschaftliche Erwerb. Ja, und dann noch ein paar Länderkürzel: D für Deutschland, EU für die Europäische Union. Wichtiger Posten ist natürlich auch RHB, die Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Dann kommen die normalen juristischen Abkürzungen, Paragraph, Absatz, Satz, Nummer. Hier neu vertreten IVM in Verbindung mit. Das ist halt immer dann, wenn man quasi einen Fall herauszieht, aber zwei verschiedene Paragraphen dafür herangezogen werden müssen. Zum Beispiel, wenn man von einem auf den anderen Paragraphen verweisen muss. Okay. Wie gesagt, Hauptthema ist der Auslandshandel, der innergemeinschaftliche Erwerb, die innergemeinschaftliche Lieferung, Einfuhr, Ausfuhr. Und dann zweitens die Umkehrung der Steuerschuldenschaft, die zum Teil damit zu tun hat, aber nicht zu tun haben muss, weil die gibt es auch ganz normal im Inland. Okay, fangen wir an mit dem Auslandshandel. Was natürlich wichtig zu erwähnen ist, dass im Zuge der Globalisierung die Welt sich halt immer weiter vernetzt, mehr medialer wird. Und diese Vernetzung findet natürlich auch im Bereich der Wirtschaft statt. Das führt mehr oder weniger zu grenzüberschreitenden Handel. Man hat jetzt viel mehr Möglichkeiten als früher. Man kann quasi in der ganzen Welt bestellen, online, und es wird auch quasi in der ganzen Welt geliefert. Die wenigsten Sachen, die wir haben, sind nun wirklich direkt aus der Nähe. Damit ist das ein recht wichtiges Thema. In diesen Fällen findet dann eine Leistung statt, die sich aber über mindestens zwei verschiedene Länder und damit in der Regel auch zwei verschiedene Rechtssysteme erstreckt. Daher sind juristische Regelungen für diese Art von Handel getroffen worden, welche auch in die Buchführung Einzug hielten, und rechtlich muss man jetzt unterscheiden. Klar, wir haben den Auslandshandel. Einmal müssen wir betrachten EU-Ausland, wegen Barriereabbau gibt es ja auch keine Grenzen mehr in dem Sinne für die EU. Da haben wir den innergemeinschaftlichen Erwerb, wir kaufen also was in einem anderen EU-Land, und die innergemeinschaftliche Lieferung, wir liefern etwas in ein EU-Land. Demgegenüber steht das Drittland, also alles, was nicht EU ist. Und ja, ist quasi dasselbe, nur andere Begriffe. Einfuhr aus dem Drittland zu uns, Ausfuhr, wir liefern ins Drittland. Fangen wir hier mit dem innergemeinschaftlichen Erwerb an. Also, wie ich hier dargestellt habe, von einem EU-Ausland, Frankreich in dem Fall, nach dem Inland, in unserem Fall Deutschland. Dazu finden wir erst in Paragraphen 1a Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes. Der regelt, wann ein innergemeinschaftlicher Erwerb vorliegt. Das ist immer dann, wenn nach Nummer 1 ein Gegenstand aus dem EU-Ausland, also anderen EU-Land, in das Inland eingeführt wird. Nummer 2, der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat, oder eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist. Das wäre quasi eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Nummer 3, die Lieferung muss auch gegen Entgelt erfolgen. Die Nummern müssen immer alle zutreffen. Das sind keine Oder, sondern Und-Kriterien. Dann ist auch noch wichtig der Paragraph 1a Absatz 2 USTG. Und zwar, wenn ein Unternehmer einen Gegenstand seines Unternehmens von einer seiner Betriebsstätten, die in einem anderen EU-Land liegen, in einer anderen Betriebsstätte, die ihm gehört, innerhalb von Deutschland, also Inland, einführt, dann ist das auch ein innergemeinschaftlicher Erwerb. Das ist ein Sonderfall, der hat auch einen Sondernamen, das wird Verbringen genannt. Also quasi einfach nur, wir tun was von einer Betriebsstätte in eine andere Betriebsstätte von uns transportieren. Allerdings liegen die in zwei verschiedenen EU-Ländern.
Wir fallen hier in die Umsatzsteuerbarkeit rein, und zwar nach Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 5. Denn ein gemeinschaftliches Gewerbe ist umsatzsteuerbar. Eine Befreiung nach den Paragraphen 4 und 5 des Gesetzes gibt es nicht für den innergemeinschaftlichen Erwerb, das heißt, der ist immer umsatzsteuerpflichtig. Liegt als deutscher Unternehmer der Werbe ist ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor, dann muss es für den anderen Lieferer eine innergemeinschaftliche Lieferung sein. Für den Lieferer ist die Umsatzsteuer wiederum frei. Das sehen wir dann, wenn wir die innergemeinschaftliche Lieferung anschauen, das ist ja quasi das Gegenteil, da ist ja Käufer und Verkäufer quasi nur getauscht. Wichtig ist, dass bei dem innergemeinschaftlichen Erwerb Umsatzsteuer und Vorsteuer gleichzeitig entstehen, die auch dementsprechend gebucht werden müssen. Jetzt wird jemand sagen, ja gut, das Finanzamt kriegt von mir ein paar Euro Umsatzsteuer, ich darf die mir als Vorsteuer wiederholen, kommt ja nichts rum bei. Derjenige, der sagt, der hat recht, das stimmt natürlich. Und es wird auch kein Geld fließen, physisch, materiell. Aber da das Verberechnungsverbot gilt, muss trotzdem die Umsatzsteuer und die Vorsteuer einzeln gebucht werden, auch wenn nicht wirklich ein Geldfluss erfolgt. Beim Anlagenkauf, bei innergemeinschaftlichem Erwerb buchen wir das entsprechende Anlagenkonto, zuzüglich aller Anschaffungsnebenkosten, das haben wir ja gelernt. Dann Vorsteuer, hier muss noch etwas dazu, zum Beispiel IGE, dass man wirklich sieht, dass es aus einem innergemeinschaftlichen Erwerb ist. An Umsatzsteuer, auch hier Sonderkonto IGE. Und dann, je nachdem, wie wir bezahlt haben, entweder haben wir per Bank bezahlt oder per Kasse, das ist eher unwahrscheinlich, oder wir haben gar nicht bezahlt, ist noch die Rechnung offen. Dann buchen wir natürlich an Verbindlichkeiten, Auslieferungen und Leistungen. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass man hier nicht die normale Vorsteuer und Umsatzsteuer bucht, sondern wirklich kenntlich macht, dass es sich um einen innergemeinschaftlichen Erwerb handelt. Bei Warenverkauf, das wahrscheinlich häufiger sein wird, buchen wir natürlich Wareneingang. Hier muss auch wieder IGE dazu. Man muss erkennen, dass dieser Einkauf wirklich aus einem anderen EU-Land erfolgte. Und Vorsteuer, die wir haben, IGE wieder, an Umsatzsteuer IGE und ja, dann je nachdem, wie wir bezahlt haben, Verbindlichkeiten, Lieferungsleistung, Kasse, Bank, was auch immer da war. Eigentlich quasi der normale Fall, den wir kennen, wenn wir ganz normal etwas kaufen, nur mit der Sonderregel, dass wir vorsteuerberechtigt sind und gleichzeitig umsatzsteuerpflichtig sind und dass wir das besonders deswegen mit IGE kennzeichnen. Das Gegenteil, wie schon gesagt, ist die innergemeinschaftliche Lieferung. Wir sind jetzt also nicht derjenige, der es kauft, sondern der es verkauft. Dazu finden wir es in den Paragraphen 6a Absatz 1 UStG. Der regelt, wann eine innergemeinschaftliche Lieferung vorliegt. Das ist halt immer dann, wenn Nummer 1 ein Gegenstand aus dem Inland in das EU-Ausland geliefert wird. Nummer 2 der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für das Unternehmen erworben hat oder halt wieder eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist. Und Nummer 3 die Lieferung beim Empfänger der Umsatzsteuer unterliegt. Das muss natürlich auch gelten. Ist quasi die Umkehrung. Interessant ist ja auch noch der Absatz 2 wieder. Das ist halt wieder, wenn ein Unternehmer von einer Betriebsstätte eine Sache in eine andere Betriebsstätte überführt und sich beide in verschiedenen EU-Ländern befinden, dann sind wir wieder bei dem Verbringen. Das eine Mal ein innergemeinschaftlicher Erwerb, das andere ist eine innergemeinschaftliche Lieferung. Klar, muss ja das eine wie das andere sein. Ist ja so, als würde er sich selbst verkaufen. Bei der innergemeinschaftlichen Lieferung muss unterschieden werden, ob es sich beim Empfänger um eine Privatperson handelt oder ob der Lieferer die sogenannte Lieferschwelle überschritten hat. Das ist eine Art wertmäßige Grenze für jedes Land, die ist festgelegt. Grundsätzlich sagt man 100.000 Euro, weil davon hängt maßgeblich ab, ob es steuerbar ist, ob es steuerpflichtig ist und damit wiederum natürlich, wie gebucht wird. Deswegen überprüfen wir das mal. Ist der Empfänger, also unser Kunde quasi, eine Privatperson? Ist das der Fall? Dann müssen wir überprüfen, ob unsere Lieferschwelle, die ist geregelt in Paragraph 3c Absatz 1 Nummer 3 UStG, überschritten ist. Ist diese überschritten? Dann haben wir eine Lieferung nach Paragraph 3c Absatz 1 UStG. Die ist dann nicht steuerbar in Deutschland. Das heißt natürlich, dass wir die Umsatzsteuer des jeweiligen EU-Landes buchen müssen und nicht unsere eigene. Ist die Lieferschwelle hingegen nicht überschritten, wir liefern aber an eine Privatperson, dann landen wir im Paragraphen 3 Absatz 6 Umsatzsteuergesetz, das ist eine ganz normale Lieferung. Die ist dann nach Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 steuerbar in Deutschland.
Und sie ist auch steuerpflichtig, da der Empfänger kein Unternehmer ist. Da buchen wir also, wie als hätten wir ganz normal im Inland verkauft. Haben wir nicht an eine Privatperson geliefert, sondern ein Unternehmen, das im anderen EU-Land ansässig ist, dann haben wir eine innergemeinschaftliche Lieferung nach § 3 Absatz 6. Die ist auch steuerbar nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 USTG. Wichtig ist aber, nach § 4 Nummer 1b USTG ist sie steuerbefreit, da der Empfänger ein Unternehmer ist. Wir haben also verschiedene Konstellationen, die wir auch verschieden buchen müssen. Haben wir eine Privatperson, bei der die Lieferschwelle überschritten ist, dann ist es in Deutschland nicht steuerbar. Damit können wir auch nicht sagen, ob steuerpflichtig ist, weil es unterliegt ja gar nicht dem deutschen Steuerrecht. Dann müssen wir buchen Forderungen aus Lieferung, Leistung oder Bank, wenn schon gezahlt wurde, an Umsatzsteuer mit den jeweiligen Prozent des Landes, in dem die Umsatzsteuer liegt. Wichtig noch IGL dazu, damit man sieht, dass es nicht in Deutschland ist, und Umsatzerlöse IGL. IGL steht für innergemeinschaftliche Lieferung. Ist es eine Privatperson und die Lieferschwelle ist nicht überschritten, dann ist es wiederum in Deutschland steuerbar und ist auch steuerpflichtig. Dann buchen wir natürlich wieder Forderung, wenn die Rechnung offen ist oder Bank, wenn gezahlt wurde, an ganz normalen Umsatzsteuer und Umsatzerlös. Das wäre, wie gesagt, wie der Grundfall, wie wenn wir ganz normal im Inland verkaufen würden. Es ist keine Privatperson, ist also ein Unternehmer. Dann kann uns die Lieferschwelle herzlich egal sein. Dann ist es nämlich auf jeden Fall steuerbar in Deutschland. Aber es ist steuerbefreit, also nicht steuerpflichtig. Wir buchen natürlich ganz normal Forderung oder Bank und dann an Umsatzerlöse steuerfrei. Deswegen natürlich auch nicht Umsatzsteuer. Damit kommen wir zur Einfuhr. Das heißt, wir kaufen etwas aus einem Drittland. Dazu finden wir es in § 3 Absatz 8 des Umsatzsteuergesetzes. Eine Einfuhr, die auch Import genannt wird, liegt halt immer dann vor, wenn, wie ich schon sagte, ein Gegenstand aus dem Drittland in das Inland befördert wird und der Lieferer oder sein Spediteur Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist. Steuerbar ist die Sache dann nach § 1 Absatz 1 Nummer 4 USTG. Und es gibt keine Steuerbefreiung nach § 4, demnach ist eine Einfuhr immer steuerpflichtig. Allerdings gibt es den § 13a Nummer 1 USTG und der sagt, dass der Erwerber Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist, quasi wir, wenn wir es kaufen. Für den Lieferer handelt es sich natürlich um eine Ausfuhr, klar. Und Erwerber ist Schuldner der Umsatzsteuer, also wird auf der Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen werden. Wir müssen selbst daran denken. Die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer, also die Umsatzsteuer, die anfällt, sobald man etwas einführt, die prozentual genau wie die Umsatzsteuer ist, die wird in der Regel beim Zollamt entrichtet und dort auch als Vorsteuer abgezogen. Das heißt, dafür wird man einen separaten Beleg vorfinden. Betrachten wir mal, wie es aussieht beim Anlagekauf. Hier ist der Kaufpreis, die Transportkosten und der Einfuhrzoll alles Anschaffungsnebenkosten, welche den Anlagewert erhöhen. Wir buchen also ganz normal das Anlagenkonto an, je nachdem Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung, Kasse oder Bank. Die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer am Zoll wird in der Regel bar bezahlt und als Vorsteuer Einfuhr erfasst. Das heißt, wir müssen die separat buchen. Wir haben halt Vorsteuer, Einfuhr, damit man weiß, was ist, an Kasse. Bei Waren sieht es ähnlich aus, nur müssen wir erwähnen, dass die Transportkosten und Einfuhrzoll auf das Waren- oder Rohhülsen- und Betriebsstoffekonto gebucht werden können. Alternativ kann man natürlich aber auch das Unterkonto Bezugsnebenkosten verwenden und der Zoll kann sogar separat als Zoll gebucht werden. Wir haben also Wareneingang, das könnte reichen. Wir dürfen aber auch noch Bezugsnebenkosten wählen und wir können die Bezugsnebenkosten, wenn wir wollen, auch noch aufteilen und im Soll den Zoll stellen. An das aber einheitlich Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung, Kasse bzw. Bank. Und die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer am Zoll wird natürlich auch wieder bar bezahlt und muss deswegen direkt separat erfasst werden. Genauso wie jetzt hätten wir Anlagegut gekauft. Vorsteuer, Einfuhr an Kasse. Ja, damit kommen wir zum Gegenteil der Ausfuhr. Also wir bringen etwas ins Drittland. Das finden wir geregelt § 6, wird auch Export genannt. Und wie schon gesagt, das liegt halt immer dann vor, wenn wir aus dem Inland etwas in das Drittland befördern. Hier landen wir in Paragraphen 1 Absatz 1 Nummer 1. USTG ist einfach eine steuerbare Umsatz.
Allerdings haben wir eine Steuerbefreiung, die wir finden in Paragraphen 4 Nummer 1 Lit A USTG. Die sagt einfach, Auslieferungen sind steuerfrei. Wobei die Voraussetzung dafür ist, dass die Auslieferung buch- und belegmäßig nachgewiesen wird. Was auch klar sein dürfte, das könnte ja sonst jeder behaupten. Wir buchen das dann Forderung oder Bank oder Kasse an Umsatzerlöse steuerfrei. So, das war die Theorie. Kommen wir zur praktischen Übung. Ich habe mir wieder ein paar Fälle ausgedacht und hier sollen halt alle folgenden Vorfälle für die Möbel Trading OHG verbucht werden, mit dem Hinweis, dass alle notwendigen Nachweise vorliegen und auch alle Rechnungen natürlich ordnungsgemäß sind. Ich wünsche euch viel Erfolg. Am besten ihr pausiert das Video wieder, ich bringe zur Lösung und dann schauen wir mal, was rauskommt. Okay, kommen wir zur Lösung. Aufgabe 1 war Einkauf auf Ziel von 5 Bürostühlen im Stückwert von 200 Euro vom Unternehmer Holzfahren Heinrich EK aus München. Drei davon sind für das Büro der OHG, der Rest soll weiterverkauft werden. Ja, drei Stühle sind halt Anlagevermögen und liegen in der GWG-Grenze von 150 bis 400 Euro. Das heißt, die müssen wir als GWG buchen, da der Stückwert 100-200 Euro netto sind. Klar, wie ich schon sagte, die Stückwerte sind die 200 Euro netto. Das heißt, unser Konto GWG erhöht sich um 3 mal 200 Euro gleich 600 Euro. Die restlichen Stühle sind Wareneingang von 2 mal 200 Euro macht 400 Euro. Wir haben also im Soll GWG Wareneingang, Vorsteuer an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. GWG von 600 Euro, Wareneingang 400, Vorsteuer 190 und die Verbindlichkeit ist dann die Summe von 1190 Euro. Zweitens war, dass man einen Einkauf auf Ziel getätigt hat von 10 Schränken bei der European Trade GmbH aus Frankreich mit einem Stückwert von 400 Euro zum Weiterverkauf. Es handelt sich also um Lieferung von Waren aus einem EU-Land, die in das Inland kommen. Damit haben wir eine innergemeinschaftliche Lieferung. Vorsteuer und Umsatzsteuer fallen zeitgleich an und müssen verbucht werden. Wir haben natürlich auch für uns gesehen dann einen innergemeinschaftlichen Erwerb. Wir müssen den innergemeinschaftlichen Erwerb buchen mit Wareneingang innergemeinschaftlicher Erwerb 4.000 Euro. Vorsteuer darauf von IGE 760 Euro. Wichtig bei IGE, die Umsatzsteuer können wir direkt mit erfassen oder müssen sie so direkt mit erfassen. Haben dann Umsatzsteuer IGE 760 Euro und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 4.000 Euro. Drittens. Wir verkaufen auf Ziel Waren, jeweils Nettowert von 1.000 Euro nach Italien, wobei die italienische Umsatzsteuer 22% beträgt. Bei A verkaufen wir an eine Privatperson, bei der die Lieferschwelle überschritten ist. Wir müssen also buchen unsere Forderung 1.220 Euro, die sich ergeben aus An Umsatzsteuer 22%, die italienische Umsatzsteuer, innergemeinschaftliche Lieferung 220 Euro und Umsatzerlöse IGL 1.000 Euro. Dann haben wir B an eine Privatperson, wo die Lieferschwelle nicht überschritten ist. Das heißt, ist in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig. Bei A war es in Deutschland nicht steuerbar und steuerpflichtig können wir damit nicht beurteilen. Bei B buchen wir also quasi dieselbe Sache wie oben, nur mit der deutschen Umsatzsteuer. Da haben wir Forderungen aus Lieferung und Leistung 1.091 Euro an Umsatzsteuer 190 Euro und Umsatzerlöse 1.000 Euro. Bei C haben wir ein Unternehmer, das heißt, es ist in Deutschland steuerbar, allerdings nicht steuerpflichtig. Das ist also die einfachste Buchung. Wir Butter tun einfach quasi netto buchen. Forderung aus Lieferung und Leistung 1.000 Euro an Umsatzerlöse steuerfrei 1.000 Euro. Viertens. Hier hatten wir einen Wareneinkauf auf Ziel aus China, wobei der chinesische Unternehmer die Einfuhr übernimmt. Der Warenwert beträgt 2.000 Euro, es fallen Transportkosten von 100 Euro netto an. Hier handelt es sich also um eine Lieferung von Waren aus einem Drittland in das Inland. Es liegt also ein Einfuhr- oder Import vor. Die Einfuhrumsatzsteuer fällt beim Zoll an und wird in der Regel bar entrichtet und als Vorsteuer geltend gemacht. Die Bemessungsgrundlage ist der Warenwert plus die Nebenkosten. Sind 19% mal 2.100 Euro, macht 399 Euro. Wir haben also 2.000 Euro Waren, die reinkommen, Bezugsnebenkosten von 100 Euro,
und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 2100 Euro. Und separat müssen jetzt noch die Einfuhrumsatzsteuer buchen. Als Vorsteuereinfuhr 399 Euro, an Kasse 399 Euro. Damit sind wir auch schon bei zweitens der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Das bedeutet eigentlich nur, dass nicht wie normal nach § 13a der leistende Schuldner der Umsatzsteuer ist, sondern der Leistungsempfänger. Der ist dann sowohl auch gleichzeitig Träger und Schuldner. Das heißt, er ist derjenige, der die Umsatzsteuer erklären muss und auch der wirklich das Geld abführt. Das Verfahren wird auch Reverse Charge genannt. Geregelt ist das alles in § 13b des Umsatzsteuergesetzes und gilt für sonstige Leistungen in folgenden Fällen. Und zwar bei Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1. Alle sonstigen Leistungen eines in einem anderen EU-Land ansässigen Unternehmers, die im Inland steuerpflichtig sind. Dann Absatz 2 Nummer 4 in Verbindung mit 5, Absatz 5 meine ich Satz 2. Bauleistender, der einen anderen Bauleistenden leistet, also ein Elektriker legt zum Beispiel die Leitung, ein Haus, das gerade von einem Bauunternehmer gebaut wird. Das wäre ein Bauleistender, der eine Rechnung an den Bauleistenden stellt. Hier wäre auch der Leistungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer und auch Träger. Dann wieder der Absatz 2, diesmal die Nummer 8, verbunden mit Absatz 5, Satz 5. Gebäudereiniger, der einen anderen Gebäudereiniger leistet, also wie die Bauarbeiter, halt nur anderes Gewerbe. Das ist, wenn zum Beispiel eine Reinigungsfirma eine andere Reinigungsfirma mit Reinigungsarbeiten beauftragt. Das wird auch in der Regel Subunternehmerschaft genannt. Für das Finanzamt ist das eine extrem sinnvolle Regelung, weil damit Zahlungsausfälle vermieden werden. Denn bei der regulären Besteuerungsmethode schuldet ja der Leistende die Umsatzsteuer und der Leistungsempfänger hat den Vorsteuerabzug. Das heißt also, wenn der Leistende zahlungsunfähig wird, und das kommt im Baugewerbe nun mal in Wahrheit häufig vor, dann erhält das Finanzamt von dem keine Umsatzsteuer mehr. Derjenige, an dem er geleistet hat, darf jedoch immer noch die Vorsteuer ziehen. Das heißt, das Finanzamt kriegt zwar kein Geld, was ihm zusteht, muss aber dieses Geld abgeben. Mit der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft umgeht das Finanzamt das. Oh, das habe ich gerade schon gesagt. War ich zu schnell? Ich möchte an der Stelle auch nochmal explizit meine persönliche Meinung hier äußern und dabei sagen, dass dieses System sich durchsetzen wird, meiner Meinung nach. Und zwar, dass einerseits weniger Verwaltungsaufwand bedarf und damit den Bürokratieabbau fördert, was ja auch ein Ziel unserer Regierung sein soll und offiziell auch ist, und das Ausfallrisiko für das Finanzamt extrem gemindert wird. Das heißt, es ist für alle Beteiligten eigentlich eine Win-Win-Situation. Okay, wie hat der Leistende zu buchen? Der bucht relativ einfach, Forderung oder Bank oder Kasse, je nachdem, was halt zutrifft, an Umsatzerlöse nach § 13b. Halt, er bucht nur nicht die Umsatzsteuer, weil das ist jetzt nicht mehr sein Bier, sondern der Leistungsempfänger. Bei dem rutscht das tatsächlich auch einfach nur dahin. Man hängt ein 13b dran. Der bucht halt das normale Aufwandskonto, je nachdem, was war, zum Beispiel Instandhaltung betrieblicher Räume, Fremdleistungen, was auch immer gerade passt. Vorsteuer nach 13b an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung und Umsatzsteuer aus 13b. Ich habe hier mal aus meiner Umsatzsteuervorlesung das Beispiel von Tate Himmler rausgenommen. Bei dem handelt es sich um einen Elektriker, der ein gleichnamiges Elektrikunternehmen betreibt. Und aus seiner Buchhaltung gehen zwei folgende Fälle vor: A. Prüfung PC-Elektrik bei der Handels OHG für 100 netto. Da haben wir also den ganz normalen Fall. Der Tate Himmler muss 19 Euro an das Finanzamt abführen, weil er stellt die Rechnung brutto an die Handels OHG aus, bekommt von der 119 Euro, also 100 Euro netto plus 19 Euro Umsatzsteuer. Die 19 Euro Umsatzsteuer muss er ans Finanzamt abführen und die Handels OHG holt sich die 19 Euro vom Finanzamt wieder. Bei B haben wir den Fall, dass Elektroleitungen unter Auftrag von einem Bauunternehmer namens M. Auerbruch im Rahmen eines Hausbaus für 2000 Euro netto erledigt wurden. T. Timmler schreibt also den M. Auerbruch dann eine Rechnung. Da steht dann drauf: Material, Lohn gleich 2000 Euro netto und unten nach der Satz: Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nach § 13b bzw. Reverse Charge 13b.
Er weist also die Umsatzsteuer auch gar nicht aus, kriegt von dem MAU-Bruch die 2000 Euro netto. Und der MAU-Bruch hat jetzt eine Umsatzsteuer von 380 Euro, die er dem Finanzamt schuldet und die er sich gleicherweise vom Finanzamt als Vorsteuer wiederholen kann. Machen wir zu dieser ganzen 13b-Geschichte mal eine Übung. Sollen folgende Vorfälle für die Krach und Wumm Bauunternehmung, OHG ist es, gebucht werden? Wie immer gilt, die notwendigen Nachweise sind erbracht, alle Rechnungen liegen ordnungsgemäß vor. Und wie immer gilt auch, pausiert am besten das Video an der Stelle, denkt nach, löst das schön. Ich gehe zur nächsten Folie schon mal über und dann vergleichen wir und ich wünsche natürlich ganz doll viel Glück. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich benötige jetzt zwei Folien. Bei erstens soll ein neues Haus gebaut werden. Auftraggeber ist hier P. Fusch, die einen Schnellbau eingetragener Kaufmann, welche wiederum die Krach und Wumm OHG für die Grundsteinsetzung, also quasi alles, was erstmal nötig ist, beauftragt. Die OHG berechnet nach erfolgreichem Abschluss der Leistung 2000 Euro netto, wie ihr das von Herrn Taylor kennt. Wir haben hier also einen Bauleistenden, der einen anderen Bauleistenden leistet. Und damit fällt er in die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft nach 13b. Das heißt, der Leistungsempfänger P. Fusch muss nun Umsatzsteuer zahlen und buchen und hat gleichzeitig natürlich auch den Vorsteuerabzug. Das heißt, die OAG bucht natürlich nur die Nettoleistung. Die sieht einfach aus: Forderung, Lieferung, Leistung 2000 Euro an Umsatzerlöse 13b 2000 Euro. Und der Drops ist gelutscht. Zweitens ein bisschen komplizierter. Verwaltungsgebäude der Krach und Wumm OHG kommt es zu einem Brand. Bei A wird ein Architekt für die Inspektion und Neugestaltung bestellt, welcher 1000 Euro netto in Rechnung stellt. Ja, bei A liegt eine normale, in Anführungszeichen, sonstige Leistung vor, also die nach wo 13a gilt und keine Umkehrung der Steuerschuldenschaft nach 13b. Man bucht also ein ganz normales Aufwandskonto. Ich habe mich hier für Reparatur, Instandhaltung von Gebäuden entschieden, von 1000 Euro. 190 Euro Vorsteuer kann man hiervon abziehen. Und das, was auf der Rechnung steht, was gezahlt werden muss, sind 1190 Euro, welche wir als Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung buchen. Bei B werden neue, verbesserte Elektroleitungen durch die Lux Bau GmbH verlegt, deren Elektriker die neuen Leitungen halt legt, für 1000 Euro auf Material und 1000 Euro Arbeitslohn. Hier haben wir jetzt eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Wir haben den Bauleistenden an einen anderen Bauleistenden. Das heißt, wir haben jetzt Vorsteuerabzug und gleichzeitig auch müssen wir Umsatzsteuer abführen. Wir buchen hier auch wieder Reparatur, Instandhaltung von Gebäuden, in dem Fall 2000 Euro. Vorsteuer, die darauf entfällt, die wir abziehen können nach 13b, sind 380 Euro. An Verbindlichkeiten aus Fließung und Leistung 2000 Euro und Umsatzsteuer nach 13b 380 Euro. Ja, mehr war das nicht. 13b ist eigentlich einfacher als die herkömmliche Variante nach 13a. Man muss sich halt nur ein bisschen dran gewöhnen. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Ich denke, das war doch relativ interessant. Diese ganzen Fälle mit dem Auslandshandel haben wir jetzt ja betrachtet, die Umkehrung der Steuerschuldnerschaft. Also wir arbeiten es immer mehr zu den Sonderfällen vor. Ich verabschiede mich, würde mich um eine gute Bewertung freuen. Daumen nach oben würde mir auch sehr helfen. Tschüss!